fliegt wieder Air Force One durch. Auch mal schnell gucken, was nochmal Olga wollte. Damit ich ungefähr weiß, auf was ich gehen soll. Lauben haben wir 5. Ne, wir haben 2. Ah, jetzt will ich einen Grasfrosch. Den habe ich vorhin wollte ich keiner, du blöde Kuh. Da habe ich 3. Alle anderen Diebe habe ich Kaulbarsch, will sie 6. 28 Kilo und Armur. Wieso willst du keine Quappe heute? Du hohle Nuss. 28 Kilo, ja klar, den hole ich mal ganz locker flockig aus dem Handgelenk raus. Dann machen wir da einen auf riskant. Aber diesmal werfe ich nicht so weit raus mit der Kartoffel. Nicht bis ganz nach hinten da, sondern ein bisschen eher hier bei mir. Aber wir riskieren es mal, ne? Oh, jetzt bin ich schon ein Stückchen zu weit. Hier war der Spot, ja. Hier war sein Spot aus dem Video vom Feierabend TV. Hier. So, dann machen wir hier mal eine Zweier hin. Da haben wir ja Tauwurm, ne? Den werden wir jetzt natürlich ändern. Wir machen mal einen kleineren Haken dran. Und gehen hier mal auf den Kaster. Und gehen mal auf so 10 Meter. Hier machen wir das Changen hier. Da gehen wir auf, ich würde mal sagen, auf Weißbrot mal probieren. Und gehen aber auf 11 Meter. Und hier machen wir den Brecher raus. Den Brecher. Kartoffel. Und gehen mal auf 12 Meter. Mal schauen. Kann natürlich auch sein, dass da nichts geht. Ne? Man kennt ja den ominösen Vorführeffekt. Ne? Allseits bekannt, allseits geliebt. Immer wieder gern gesehener Gast. Weil hier überall ein bisschen was hinschmeißen hier. Oh, dann gucken wir mal. Mal gucken hier. Aber halt. Immer Sonne, weil also, zum Großteil ist halt immer hier Sonne. Ja. What? Wo kommst denn du her?
Heidra. Ich glaube, ich gehe doch noch ein bisschen weiter raus. Ja, mit der Vierer. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter raus. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus, auf 15 Meter. Nicht so ein gutes Geräusch. Die gar immer ganz rechts, immer ganz rechts. Ganz rechts ist Kartoffel. Das war Kaster. 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 Ein Schuppi. 2,4 Kilo auf Kaster. Hey, halt. Das ist die Kartoffel. Das ist die Kartoffel. Wo sich gerade gemeldet hat. Das ist die Kartoffel. Die, wo jetzt gerade geklingelt hat, ja. Der Potato. Aber immerhin Kerpfen. Ich bin schon wieder glücklich. Schöner Fisch. Wird ein, zwei Silber bringen. Können wir uns wieder was kaufen. Trau dem Frieden noch nicht hier. Doch nicht. Jetzt doch nicht. Was könnte man doch für Köder probieren? Käse. Gehen wir natürlich mal da raus. Ich weiß nicht, wo du als hinwerfst, alter Mann. Ich glaube, ich habe Gegenwind oder so. Ja, Kartoffel, Mendo, nix, oder was da mach ich? Das ist schon trauriges Intermezzo hier, gell? Aber man probiert sich halt mal so durch, ne? Das ist wieder der Custer. Der Kaster, Kaster. Der
Taste, taste. Ah, jetzt. Kann sich nicht entscheiden. Kann sich nicht entscheiden. Geh ich nicht. Mache ich einen Fisch, mache ich nicht. Aber ich will da was Kleines halt, ne? Aber die Kartoffel einmal gezuppelt und das war's dann, ne? War schon enttäuschend hier. Ich glaube, ich werf nochmal woanders hin mit der Kartoffel. Oder es hat was gebissen, was nicht hätte beißen sollen, ne? Aber nö. Wir gehen noch einen Meter weiter raus. Und treiben sie auf die Spitze. Und reiben sie auf die Spitze. Aber mit den Wer bist du? Ein Alandeli. Aland. Alle mal an Land hier. Ja, wenigstens ein paar verschiedene Fische. Ein Karpfen, ein Aland, eine Laube. Also eine Dreier wollte ich herausmachen. Da werden wir mal einen kleinen Haken dran machen. Und gehen mal auf Zeckenmücken. Hoppla, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Intervention. Nee, die Amore haben sich, die lachen sich jetzt wahrscheinlich noch einen Ast über vorhin. Aber jo, so schaut's aus. Kann ja nicht immer funktionieren. Wenn nicht, gehen wir wieder. Ich warte jetzt noch bis um 6:30, 18:30 Uhr und dann, wenn da nichts war, dann gehe ich wieder woanders hin. Isst mal ein bisschen Fisch, damit wir da frisch gestärkt ans Werk können, ne? Ja, ich glaube. Oder man wartet halt bis in die Nacht. Könnten wir auch machen. Aber ich glaube, ich brich hier ab. Breaking the law, breaking the law, breaking the law. I'm breaking the law.
Jo. Let's do the twist. Du sollst immer so weit einholen, ja, das Ding. Dun, 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 dun. Oh, gibt's hier Quack, Quack? Kurzer Test. Test. Kurz mal antesten. Immer probieren. Mal zwischendurch. Weil sie will ja einen Frosch, die Olga. Sie möchte einen Frosch. Gerne würde ich hier einen Frosch mit nach Hause bringen. Olga, das wird heute nichts mit dem Frosch, sage doch. Olga, keine Frosch für dich, bitte. Muss die Froschschenkel oder von der Karte runternehmen. Auch keine Quickie-Quack. Notzuppler. Eine Laube? Nö. Hab ich die verarscht, ne? But I can't fight this feeling anymore. But I can't find this feeling anymore. Ja, 40 Minuten. 40 minutes to midnight. Immer viele Ausdauer Conditions. Gib Frosch. Gib mir einen Quark. 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 Oh, lucky day. Unlucky day. A bad day here. Very, das ist auch so seicht, ja? Jetzt bin ich schon nur auf 17 cm. Mysterious. Weiter runter kann ich nicht. Komm, einer, so ein Grashüpper. Kleiner Gras, hüp, hüp. No. Die wollen alle nicht. Ist Sonntag. Es sei eine Verziehne. Jo.
Hoppla. Ach ja. Haben wir noch hier eine gemütliche Night Session. Eine kleine Night Session, eine Night Fever, Night Fever. Got a night fever, night fever. Music. Let the music play. I don't get away. Und die Kartoffeln nochmal rausmachen, auf gut Glück. Wer beißt eigentlich alles auf eine Kartoffel? Oder wer mag alles eine Kartoffel außer dem Amur noch? Mag das so ein Schuppi auch? Potato. The potato, man. Hast du es eilig? Wo gehst du hin? Kaulbarsche braucht sie ja, ne? Ah, wir gehen mal da auf 8 Meter. Du kannst im Inventar mal auf Karton. Ah! Kartoffel für die Herrscherin. Große Fische beißen. Die Chance ist hoch, dass auch ziemlich große Fische. Amur und Brassen. Amur, Brassen, schwarze, weiße Amur, Brassen. Guter Köder für viele karpfenartige Fische, also. Ah, Dankeschön. Dankeschön. Interesting. Karpfenartige Fische. Man kann auch im Cache auf einen Fisch klicken und lesen, was er frisst. Ah. Da sind gerade wieder ein paar Nervöse unterwegs hier. Nervöse wieder. Ein paar nervöse Fische sind unterwegs. Quappe. Quappe. Lothar, Lothar. Ernährung, die Quappen ist ein Bodenleben, so eine Ernährung. Toll, danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Wieder eilig. Hier geblieben.
hab mir mal eine Fox Digger. Auf die Kartoffel geht nichts mehr im Moment. Auf the potato im Moment, at the moment, I fucked up. Ja, ich glaube, die Kartoffel mache ich wieder raus. Ja. Oder ich fühle da nochmal kurz an. Zur Not. Noch ein bisschen Futter machen. Jo, don't be so nervous. Please. Mal den Zweier mal raus. Muss ich doch. Ja, ich gedacht, kann ich hier einen auf toten Fisch machen. No. The potato hat Auszeit. Habe ich noch 9? Ja, wir nehmen Regenwurm. Das ist am billigsten. Und beim Feuer machen wir. So, mal hier. Jetzt bitte auf mein Titte. Machen wir mal mittleren drauf. Und ein Tauwurm. Mal schauen. Weil ich es ja nicht schon probiert. Vielleicht kommt ja wohl einer. Nein, das wollte ich doch nicht. Ach du Depp. Falsche Nummer. Ja, Kartoffel geht nichts im Moment. No potato snack. No potato. Dann haben wir noch Weißbrot. Vielleicht hat da jemand drauf Lust. Was hat wie viel Lust? Kaulbach, wie viel habe ich? 2. Damn. Scheiße. Scheiße. Ärgerlich, ja. Alles so ein bisschen. Das war mein Tauwurm. Wer bei. Wenn da eine Rotauge dran ist, dann hau ich ab, ja. Dann geh woanders hin, dann flüchte ich hier. Dann morgen nehme ich.
Brot, das Brot. Bernd, das Brot. Ja. Entscheidet euch, Freunde. Wer will zuerst, wer hat noch nicht? Unbelievable. Du Drecksvieh. Du kleines Bückstück hier. Ah, ich glaube. Took a chance on me. Took a chance on you. Took a chance on me. Was geht denn an den Aal? Mit was hast du denn gefangen? Aal? Wir hatten Aal gefangen. Who has fangen a Aal? No one. Ja, ich glaube, wir machen hier einer auf Change the Position hier. The toe. Spätestens wenn jetzt da ein Rotauge dran ist. Na, Quapp, ich hab doch gewusst, da kriegt man auch Quappen raus. Ich hab's doch gewusst. Ha. Auch wenn die nur ein Zehntel von dem hat, was wir vorhin hatten, ne? Aber es gehen hier auch Quappen. Wer hätte das gedacht, ne? Jetzt gehen wir mal auf Kaulbarsch, ja. Jetzt gehen wir auf Kaulbarsch. Easy Snack Kaulbarsch. Mit der gehen wir auf Kaulbarsch. Die wo ein bisschen krumm da hängt, ne, in der Kurve. Aber ich hab's gewusst. Quapp. Quapp, quapp. Quibbel die Quapp. Scharnibbel, scharnibbel. Wer spielt an meinen Nippeln? No one. Das ist alles. Das ist alles scheiße. Alles scheiße. 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 Hab ich jetzt an dir gezuppelt, das ist ja scheiße, ne? Gib mir einen Kauli. Unbelievable. Unbelievable. Frische Deichmann. Das
43, ja. Aber ich gehe dann nochmal nach zum Moskitosee, ja. Ja. Ein Moskito. Eine Laubraube ist vielseitig, er verspeist Würmer, Kleidinsekten und Insektenlarven. Oh! Rechts außen hat sich bewegt, rechts außen. Bewegt sich immer noch? Auf dem Kurs doch. Auch eine Karause? Ja, ich glaube, jetzt kommt die Karausen angeflutschelt, ja. Will die Karause? Nee, gell? Nee. Nutzo. Aber könnte man ihn noch ein bisschen anfüttern, oder? Da hätte ich noch eine Portion. Oh, das muss man auf jeden Fall noch holen. Aber das hole ich mir dann den Brei im Moskitosee, ja. Chicky chicky bang. Bum, 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 bum. 3:44 Uhr. Und noch kein bisschen müde. In der Zeit hätte man ja auch nach hinten gehen können, aber da muss ja nicht immer nur nach hinten gehen, ja. 20 Minuten. Mal gucken, ja. Ne? Können wir wieder unsere Spielchen treiben, ja. Mit der Potato, komm. Machen wir nochmal Potato. Fertig, aus dem Maul. Dann gehen wir ein bisschen raus. Auf 15 Meter. Schisikowski drauf, ich was. So, dann machen wir mal ein Späßchen. Jetzt machen wir uns mal wieder ein Späßchen. Na? Wuppi, tschüssi! Wer weiß, wer da mal ranschnickeln will. Ab und zu mal hier wieder damit rauswerfen. Macht ja auch Laune.
Ah ja, okay. Den nehmen wir. Den will ich. Here I go again on my own. Da-da-ba-da-da-da. Wir lassen nichts unprobiert. We try everything. Im Morgengrauen sieht alles schön aus. Morgengrauen, Abendrot so. Ist schon eine coole Location, ja. Aber für heute, ob es heute langt für 16, mit Sicherheit mal nicht. Höchstens kommen jetzt noch so ein, zwei so Geräte dran, ne? Gerät. Der Gerät schläft nie. Der Gerät macht die Pause. Geht nicht viel, ne? Geht nicht viel. Ordnicke. Jo, das war jetzt aber ein schwacher Wurf für einen Rentner. Da war ja mal lapprig hier. So im Morgengrauen ist immer alles genial. Also die Sonne da aufgeht so ein bisschen. Unholy, oder? Also vom Glück verfolgt bin ich mal nicht. Frosch. Gib mir Frosch. Ein Quark, Quark. Wenn da hinten im Eck schon nichts geht, ne? Wird Zeit, dass man wieder an muss. Oder Windenbach. Ne, wir gehen an Windenbach. Oder? Oder Moskitos. Ah, ne, das ist aber kein Frosch. Das ist kein Frosch. This is no frog. Komm schon mal hoch, ja. Geh nochmal runter. Jetzt war ich dazu zu der. Ja, alles fein. Ich höre dich. Brauche erst eine Frosch, dann komme ich wieder zu dir. Moment, ich muss mal kurz um die Angel kümmern. Moment. Jetzt gehen die mir schon hier auf meinen Tauwurm. Ich glaube wohl nicht. Ja. Frechheit oder was?
Ich bin aber auch stark enttäuscht, ja. Sehe ich was? Oh ja. Als ob, Herr, ihr Speichellecker. Ich bin hier auf Froschjagd. Braucht doch nur einen Frosch. Ich ändere die Position, ja. Ändere die Position. Gehe noch woanders hin. Und dann breche ich ihn ab. Mal ein bisschen verkaufen muss, will ich auch noch das Zeug. Tududu. Man probiert sich halt da so durch, ne? Ja, irgendwo so ein stilles, ruhiges Örtchen noch finden, wo es mir gefällt. Der Held der Berge. Sollen wir mal da hingehen? Wie tief ist hier? Gehen wir ein Stückchen weiter rum. Bahnen hier uns noch einen Weg da durch schön. Ah, hier sieht so gefährliches Eck. Gefährliches Eck. Das ist kein, wenn er so wild macht, ist das kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Nein. Genau hier, glaube ich, habe ich ja schon auch meine Ding geschrottet. Ich
kann nicht hinterher rennen, das ist zu weit in der Zeit. Bellshop 28. Das ist doof, wir sagen ja, das ist very bad. Aber wenn nichts schief läuft, kriege ich den noch rein, ja. Wenn nichts schief, aber das wird wahrscheinlich ein Schuppenkarpfen sein, gehe ich davon aus. Oh, da geht auch ab. Wird ein Schuh, ja. I say. Say you will, say you won't. Oh. Hallo? Hallo? Das war eine Kartoffel, ne? The Potato Man. Potato. Ein weißer Armor nochmal, ne? Aber ja, auch ein kleiner Mund. Aber immerhin, ne? Immerhin. Einen schönen Karpfen, noch ein Armor für den Bonny. Was will man mehr? Könnte ich ja noch was bieten hier an der alten Festung, oder? Aber jetzt will ich es noch verkaufen gehen. Scheiße, ich möchte verkaufen gehen. Da muss ich jetzt leider mal Richtung Festung gehen, weil dann kriege ich wenigstens hier noch Geld dafür, ne? Weil ich möchte auch noch reisen. Ich gehe mal wieder, glaube ich. Soll ich mal Moskito oder Wind oder ich bleib hier? Die Rolle hat, ne? Die Rolle ist optimal, ja. Für die Gewichtsklasse, ja. Das ist schon optimal. Ja. Aber halt wegen der Zeit. Soll ich hier bleiben nochmal? Oder Moskito oder Windenbach? Was würdest du sagen? Was meint Ted? Ich will noch einen Frosch. Ich geb die Hoffnung da. Du kommst eh wieder zurück hier. Wahrscheinlich, gell? Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt wieder hier was Großes dran habe, dann langt es wieder von der Zeit nicht, ne? Und das ist halt die Scheiße. Also könntest du auch mal einen Ausflug machen, gell? Könnte man mal machen. Ja, entweder, ja was dann, Moskito oder Windenbach? Was lieber? Was wäre lieber? Hier kann ich ja leider nichts mehr verkaufen, gell? Laube habe ich immer noch keine 5, ne.
Nebel habe ich auch nicht. 1,2, 300 Rotaugen, ja. 2, 4, 6, 7, ja. Wenigstens die haben wir noch verkauft für 23 Silber. Döbel haben wir. Nö. Nö, 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 nö. Nö. Nö, nö. 6 habe ich auch keine. Nö. Dann verkaufen wir das mal da. Schau mal, der weiße Armor mit 1,9 bringt gerade mal 0,58, ne? Die Quappe, die bringt 15 Silber. Die Quappe. Die 4,5 Kilo, immerhin, ja. 15 Silber ist nicht schlecht, ja. Und der andere Armor bringt gerade mal 2 Silber, ja. Aber immerhin 44 Silber wäre doch. Das Läufi macht auch richtig. Ja, okay. Tja. Ab 3 Kilo, ja. Ich glaube, ich gehe mal am Moskitosee, ja. Obwohl ich hier mit dem Moskitosee ein bisschen auf Kriegsfuß bin, ich probiere einfach. Scheißer Strauch. Mehr wie schief gehen kannst du nicht. Habe ich da schon eine Trophäe? Oh, gleich mal was essen für nachher. Gleich mal was essen. Da haben wir den ersten Hunger schon mal gestillt für nachher. Damit wir dann nochmal frisch gestärkt in die nächste Session gehen können. Und jetzt gucken wir mal, was er noch will. Damit wir gleich wissen, auf was wir gehen können. Das Kaffee. Frosch, Giebel, Karausche, Rotauge, Schläfer, Barsch, Güster. Hecht, oh, Hecht will sie. Ab 3 Kilo Hecht. Ich hole mir den Marsch. Really? Really? Bitte lass. Oh, 82, okay. Brauchen wir nicht lang.